Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Euer Wunsch war, dass ich nochmal diesen kleinen süßen Drucker hier vorstelle. Dann werden wir das heute mal hiermit tun. Gleich aber zum Anfang vorneweg. Ich bin kein Fachmann, ich kann hier keine fachlichen Begriffe und wie hoch, wie schnell, wie breit, wie weit, das kann ich leider nicht sagen. Da muss ich mir ganz oft auch die Hilfe von meinem Mann einfordern. Aber ich kann euch gerne zeigen, wie ich persönlich mit diesem kleinen süßen Drucker hier umgehe, um dann letztendlich doch solche kleinen süßen Bilder hier rauszubekommen und welche App man zum Beispiel dafür nutzen kann. Das kann ich gerne tun. Legen wir los. Dieser kleine Kasten hier hat mehrere Anschlüsse. Einmal einen USB-Anschluss. Hier habt ihr einen kleinen Anschluss, den ihr an den, also da könnt ihr euren kleinen Drucker hier an den PC anschließen. Geht schon los. Dann habt ihr hier vorne die Luke. Hier kommt das Papier rein. Hier ist der Schlitz für die SD-Karte, also gleich aus der Kamera. Die Bilder drucken geht auch. Und hier hinten habt ihr die Öffnung für den externen Akku. Den persönlich habe ich nicht, benötige ich auch nicht, weil ich denke nicht, dass ich mit meinem Drucker hier in der freien Natur drucken werde. Geht aber, wenn ihr das gerne so haben möchtet, dann muss man das im Nachhinein noch dazu kaufen. Das erstmal dazu. Ach so, dann haben wir hier vorne noch das Display. Klar, das kann man hochklappen. Und hier vorne natürlich noch ein paar Tasten dran. Hauptsächlich kann man ja den Drucker hier anmachen. Der fährt dann auch langsam hoch und ja, die einzelnen Sachen sind insoweit auch recht gut beschrieben. Der Home-Button, das Menüken, WLAN-Zeichen, ja, das brauche ich ganz dringend, weil ich ja alle Bilder auf dem Handy habe und sie dann auch ausdrucke. Ja, ein bisschen Krach macht er auch. Hauptsächlich könnt ihr diese Bedienknöpfe hier vorne dafür nutzen, wenn ihr hier eure SD-Karte reinsteckt, dann kann das ganze Gerät eben über diese kleinen Knöpfchen hier bedient werden und ihr könnt ihm sagen, in welchem Format, welche Größe, Galerie oder Postkarte oder und ihr ausdrucken wollt. So, der Süße ist jetzt schon mal an, dann komme ich noch ganz schnell zum Papier. Ihr bekommt immer solche großen Papierpakete. In diesem Papierpaket sind 108 Blätter, einzelne Blätter drin und zwei Kartuschen, glaube ich, zwei solche Kartuschen, wenn ich mal aufmache. Die Blätter sind immer in solchen Packs verpackt. Ein solch ein Pack nehmt ihr und legt es euch dann in das Fach, welches ich euch gleich zeigen werde. Und das sind eure Farbkartuschen. Dieser Drucker druckt mehrere Farbschichten übereinander, aber das zeige ich euch gleich nochmal live. Da könnt ihr auch schauen, die gibt es überall im Internet, Amazon und so weiter. Da schwanken aber auch die Preise, deswegen möchte ich mich da jetzt nicht ganz genau drauf festlegen. So, wie gesagt, die Papiere kommen dann in dieses Papierhalterfach hier. Das macht ihr auf und das Papier legt ihr mit der glatten Seite nach oben rein. Kann man das jetzt sehen? Ja. Einmal eine glatte und einmal eine stumpfere Seite. Die glatte Seite kommt nach oben. Dieses Fach zumachen, den Deckel nach hinten klappen, den kleinen Kasten hier unten aufmachen und das Papier reinstecken und schon wäre euer Drucker druckbereit. Ihr könnt das Ganze auch ohne App benutzen. Jetzt muss ich mal meine App aufmachen. Na, wo haben wir sie denn hingelegt? Ihr könnt das Ganze auch ohne App benutzen, habt dann aber ganz oft, wenn die Bilder so groß sind, nehmen wir mal das hier, dass zum Beispiel auch die halben Köpfe abgeschnitten werden und ja, so soll es nicht sein oder die Bilder zu klein werden. Also von daher, wenn ihr das direkt aus eurer Bilder-App rausdrucken wollt, da müsstet ihr noch mal ein kleines bisschen vorher schauen. Das funktioniert bei mir nicht. So, dann gibt es eine App. Gibt es einmal die Selfie-App und einmal die Canon Print-App. Ihr könnt, beide sind fast gleich, diese App einmal runterladen. Ihr könnt sie im Play Store runterladen oder im App Store, sind beide kostenlos. Wenn ihr die dann öffnet, sieht die so aus. Einmal auf Fotodruck gehen und dann könnt ihr schon mal ein Bild auswählen. Ich nehme jetzt mal irgendein Bild und zwar das Bild.
Dieses Bild habe ich jetzt einfach nur angeklickt in dieser App, dann auf Auswählen gehen und auf Weiter. So, jetzt sieht man hier oben eine kleine Druckvorschau. Jetzt könnt ihr in dieser App noch ein paar kleine Änderungen vornehmen, zum Beispiel einmal, also Kopien, wie viel ihr davon haben wollt, randlos oder mit Rand. Nehmt ihr das Ganze randlos, wird es in der Größe gedruckt. Klar, ich meine, der Drucker druckt jetzt nicht ganz genau die Größe auf, wie es jetzt zum Beispiel ein großer Drucker machen würde. Er beschneidet es ein kleines bisschen. Nehmt ihr das Ganze aber mit Rand, beschneidet er das fast auf 10 mal 7,5. Also dann ist wirklich schon, ich zeig's mal, das wäre eins ohne Rand ausgedruckt. Und das ist eins, wenn ihr diese Option mit Rand wählt. Also da müsstet ihr nochmal ganz genau schauen, wie ihr das haben wollt. Manche Bilder brauche ich wirklich nur auf diese Größe und das ist ja dann perfekt. Und ja, wenn ich es dann aber so groß haben möchte, dann mache ich das Ganze ohne Rand. Dann gehe ich auf Drucken und das war es letztendlich schon. Jetzt fängt der Drucker an, die Daten zu verarbeiten. Es kommen ein paar kleine Geräusche hier raus. Einmal zieht er sich das rein. Jetzt druckt er gelb. Dann druckt er magenta. Da sieht man schon ein bisschen mehr. Und jetzt blau. Und jetzt kommt noch die, ja, die Versiegelungsschicht letztendlich drauf. Ihr könnt nämlich Bilder in Hochglanz, aber auch in Matt ausdrucken. Das ist dann wieder eine kleine Einstellungssache, die man hier am Gerät vornehmen kann. Genau. So sieht das Ganze dann aus. Ich komme mal hoch. Das war eine Karte von uns, die wir gebastelt haben. Das wäre schon mal ein Bild. Das war die ganz normale App. Jetzt zeige ich euch noch die Selfie-App. Die ist ein kleines bisschen interessanter noch. Da habe ich noch mehr Möglichkeiten. Bei dieser Selfie-App habt ihr zum Beispiel hier das, die Funktion, die wir eben hatten, ganz normale Drucken. Hier kann man mehrfach Layouts ausdrucken, also mehrere Bilder untereinander, zum Beispiel so. Dann habt ihr hier die, ja, wie aus diesen Fotokästen. Die sehen dann so aus. Da kann man auch noch mit verschiedenen Farbhintergründen spielen. Dann habt ihr einmal die Collage, das ist auch total cool. Da kann man ganz viele Bilder gleichzeitig auf eine Größe ausdrucken. Kombiniertes Layout, da könnt ihr wirklich zusammenstellen. Das ist das große, das ist das kleine Bild. Das macht auch richtig Spaß. Und Aufkleber, obwohl die habe ich an sich jetzt in der Form noch nicht. Ich denke mal, das sind ganz normale Bilder, die man dann aufklebt, weil so richtig Kleberpapier hierfür habe ich noch nicht gesehen. So, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal ein kombiniertes Layout. Jetzt öffnet sich das nächste Fenster. Dann gehen wir wieder auf Foto auswählen. Hier könnt ihr drüben auch noch, hier unten auch noch verschiedene Varianten auswählen. Papierformat, Rand, Hintergrund und so weiter. Und eben auch die Formen. Einmal auf Bilder auswählen, dann geht das Ganze wieder los. Müsst ihr wieder ein Bild suchen. Zum Beispiel die habe ich jetzt gewählt. Und jetzt schiebt er die Bilder dahin, wo sie am besten reinpassen. Ihr könnt jetzt auf Größe anpassen noch gehen. Macht da ein etwas mehr Rand hier ringsrum um die Bilder. Andere Formate. Das wäre zum Beispiel ganz schick. Format. Ja, L oder P. Hier hätten wir jetzt drei kleine oben drin und den großen Weihnachtsbaum in der Mitte. Nein, ich finde den ganz schön. Mit Rand, da könnt ihr dann die Hintergrundfarbe auswählen. Schwarz, alles in Schwarz, das wäre ja auch mal was. Und jetzt geht es dann auf Druckvorschau. Und so sieht denn unser Bild wieder in der Druckvorschau aus. Hier wieder das gleiche, eine Kopie, randlos und so ist das Ganze mal vom Drucker hier nehmen.
Druck. So, jetzt bereitet er das Ganze wieder vor und dann druckt er uns das einmal aus. Wie gesagt, er kann Postkarten ausdrucken, er kann Sticker drucken, er kann Galeriebilder drucken, er kann Passbilder drucken, er kann Collagen drucken, man kann matt, man kann Hochglanz drucken, mit und ohne Rand. Man kann diese Fotokastenbilder ausdrucken. Ich glaube, 40 bis 50 Sekunden dauert das immer, bis so ein Bild hier rauskommt. Ich finde es persönlich nicht schlimm, weil kleine Kasten hier arbeiten neben mir her und ja, ist jetzt überhaupt kein Drama, dass es eben auch etwas länger dauern kann. Wie gesagt, der Drucker muss eingerichtet werden übers WLAN-Netz und wenn man das Ganze nicht möchte, dann eben ganz normal mit einem Stecker hier verbinden. Jetzt muss ich selber mal überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Achso, was er noch kann, hier ist zum Beispiel eine Menüfunktion drin und in dieser Menüfunktion könnt ihr noch ganz viele Sachen ändern, wie Haut glätten oder rote Augen rausnehmen. Ihr könnt auch das Datum auf dieses Bild drucken lassen. Finde ich auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man sich das Datum darauf drucken lässt. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ist die nächste Funktion, die ich dann auch, ich hoffe, dass er das hinten drauf druckt und nicht vorne drauf, aber mal schauen. Alles in allem, ja, wie gesagt, ein Paket habe ich schon verbraucht. Ich habe festgestellt, dass ich Bilder dann letztendlich übrig hatte. Ich glaube, 4 waren dann insgesamt nachher übrig beim Kartuschenwechseln. Ich denke mal, das sind so diese, ja, falls vielleicht doch mal eins fehlt, also dieses kleine Plus da mit drinne. Weil der Drucker sagt mir an, wann die Kartusche gewechselt werden möchte. Also es ist jetzt nicht wie ein großer Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, den man ja dann noch ein kleines bisschen dazu überreden kann, trotzdem weiter zu drucken. Das macht er nicht. Der hört dann einfach auf und sagt, er will jetzt seine neue Kartusche haben und dann muss man sie ihm halt geben oder kann ich weiter drucken. Das dazu. Wirklich wunderschöne Bilder. Ich kann ja mal noch 1-2 Exemplare zeigen. Die habe ich hier jetzt absichtlich in klein gedruckt. Wirklich eine tolle Qualität, die man auch noch einstellen kann. Man kann auch in seiner ganz normalen Foto-App sich die Bilder heller oder dunkler machen. Ups, verkehrt rum. Zu den Preisen, wie gesagt, die schwanken und variieren wirklich. Also von daher, ja, da muss man wirklich schauen. Und das ist jetzt unser aktuelles Bild. Ich finde, der Weihnachtsbaum. Mit dem schwarzen Rand. Richtig cool. Und mein Fazit zu diesem Gerät. Ja, danke, 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 lieber Weihnachtsmann. Ich habe mich riesig gefreut. Ich nutze ihn wirklich regelmäßig. Und ja, den großen Drucker für große Aufträge, für viele Sachen. Klar, auf alle Fälle. Aber so ist der schon fest mit in den Bastelalltag hier integriert. So ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.